and Bones. So, YouTube. Hallo, hallo und willkommen. Wir sind wieder da mit der Piraten-Action. Ja, wir müssen immer noch 700 Mörserbomben irgendwie besorgen. Und ich hoffe, wir waren jetzt ein paar Tage nicht im Spiel, dass wir hier vielleicht die Möglichkeit haben, dass die sich resettet haben. Pirat, beeindruckender als die größte Eiche. Eisenwinde, Dornenschlacht und Muni, blub. Wir könnten Mist verkaufen. Nee, ich will eigentlich. Okay, auch manchmal ist einfach nichts da beim Kaufen, nicht? Sehr merkwürdig. Veredelung? Nee, da können wir nur veredeln lassen. Da können wir kochen. Der Schmied verkaufte uns nichts. Ja, hey. Aber hier, die Provianthändlerin, die wollte teure Preise, nicht? Ich find's gut, dass kaufen und verkaufen. Noch hier. Kiste denk voller Raketen, daran, Mörserbomben. Captain, es klingt, als spiele euer Magen Kronsch. Geht. Ja. Aber ich wollte nochmal gucken. Ah, stimmt. Wir hatten beim letzten Mal gesagt, ich probiere, ob ich die Aufgabe abgeben kann. Und das haben wir noch nicht gemacht. Ich doch nur mehr Kunden wie euch. Beschaffe noch 296 Mörserbomben. Okay. Macht sie fertig. Okay, weil die Aufgabe einfach weg ist. Das heißt, wir haben schon relativ viel gesammelt. Puh. Okay. Ich mag halt nicht, wie die Kameraführung hier in dem Spiel ist, nicht? Man muss immer so nachjustieren und dann, der wackelt immer so einen Millimeter hin und her. Das wirkt immer so total schwammig, so als ob man schon besoffen ist. Das ist Lagerhaus. Briefkasten. Jetzt habe ich nämlich keine eigenen Mörserbomben mehr, nicht? Das. Okay. Ich erzähle allen, dass wir befreundet sind. Ihr solltet sehen, wie die gucken. Erzähl's bitte nicht. Das wollen wir nicht, dass das erzählt wird, nicht wahr? Wir wollen auch kein Opium rauchen. Unser Schiff wartet da. Glorreich und golden. Gab's hier noch einen Händler? Die Schneiderei wird nichts haben. Beim Schmied warm war. Rames Wohnsitz. Hunumanara. Ah, wird uns auch nichts helfen. Obwohl, doch. Da können wir mal nachgucken, ob wir Mohn kaufen können. Ich will aber nicht mit dir direkt reden, sondern ich will meine Opiumhöhle. Super, alle Affen haben die gleiche Animation zur gleichen Zeit. Auch sehr schön, kein bisschen Varianz drin. So... Zuckerrohr, Mohn. Alles da oben. Umherstreifend. Versuchen wir mal. Da auch? Auch umherstreifend? Okay. Dann versuchen wir das mal zu beschaffen, nicht wahr? Dann haben wir hier noch Mohn. In Dings umgewandelt. Ich glaube, wir haben aber nicht mehr Mohn. 20 blauer Lotus haben wir. Wir haben keinen mehr. Ja. Das heißt, wir müssen erst 9 Lotus-Mohn besorgen. Und ich glaube, 20 Lotus wäre auch keiner haben von uns. 46 Schädel rum, wir haben 54. Blauer Lotus 46, 104, 116. Ja, da können wir vergessen. Da müssen wir erst ein paar Leute Kiel holen. Um weiterzukommen. Ich lehne mich zurück wie ein echter Captain in den Captain-Sessel. Oh, ich habe mir übrigens überlegt, ich brauche eigentlich einen neuen Computerstuhl, nicht? Der hier ist inzwischen 17 Jahre alt, 16. Der ist noch von Ikea, der sitze ich halt aber wie ein Traum, aber er ist halt einfach durchgesessen, nicht? Eigentlich würde ich gerne den gleichen nochmal haben, aber er ist halt nicht ergonomisch und heutzutage gibt es ja nur noch tolle ergonomische Superstühle, die ich absolut nicht mag, weil sie absolut scheiße sind.
Und für mich sind sie auch null ergonomisch. Also, nur weil jemand sagt, deine Wirbelsäule muss so sitzen, damit du keine Probleme kriegst, heißt das ja nicht, dass es auf dich zutrifft, dass wenn du genauso sitzt, keine Probleme kriegst. Also ich muss sagen, ich hatte in diesen ergonomischen Stühlen meistens super viele Probleme. Dann. Und deswegen suche ich eigentlich was anderes und das gibt's heutzutage nicht, weil das andere natürlich mehr Geld bringt, wenn man ergonomischer Stuhl raufschreiben kann. Okay, der wollte eigentlich mit uns reden, jetzt aber nicht mehr. Naja, gut. Ach so, hier sind ja überall Piraten, ne? Gleich machen wir eine Schnellreise. Reparieren uns. Und Schnellreise. Dann können wir auch da hinten kaufen gehen. So, wir sollen... irgendwo... Jäger, Gejagte, Fang, bewaffnete Feuer, Kompanietürme. Da weiß ich immer noch nicht, wo ich es hinmachen muss. Machen mit Janita weiter. Bin ich nicht. Alles für den Schmied. Nein, hier, die Versorgungsroute. Da oben sind die. Da müssen wir irgendwie hin. Das heißt, Ile Michel. Da wollen wir anlanden. Bester Stuhl der Welt, Markus von Nicaea. Genau, das ist der Vorläufer von Markus. So alt ist der. Das ist quasi die Vorversion von Markus und die finde ich noch besser. Also Markus fand ich jetzt auch nicht so hundertprozentig für mich geeignet. Zum Beispiel hat er hier keine Armlehnen. Oh. Wer braucht denn Armlehnen? Ich finde, Armlehnen sind das Nervigste, was es an einem Stuhl geben kann. Meine Beine sind viel zu breit. Das heißt, die tun immer weh und kommen immer gegen diese Armlehnen. Und extra breite Armlehnen. So breit bin ich aber oben nicht. Ich habe halt breite Hüften oder breite Oberschenkel vom Radfahren. Und der Rest ist aber... es ist einfach unstimmig. Und dann Ecken kann mich auch immer gar nicht so dicht an den Rechner ran, weil die Armlehnen dann im Weg sind. Dann muss ich die zur Seite wegdrehen, damit ich noch ein Stück ranrutschen kann, damit ich besser sitze. Ich finde solche Stühle absolut... Boah, nicht Schnellreise. Segel setzen! Und ich finde es ja okay, dass alle gerne ergonomische Stühle haben wollen, aber ich finde es schade, dass es einfach keine Alternativen zu geben scheint, außer du holst irgendwelche China-Sachen. Und da ist mir dann aber 400-500 Euro einfach zu risikobehaftet, nicht wahr? No, was mir auch risikobehaftet ist... Okay, das sind Spieler. Oh, da sind Delfine oder so. Fischfutter. Ich will Fische angeln. Ich habe keine Mörserbomben dabei, nicht? Das ist schlecht. Vielleicht hätte ich die vorher versuchen sollen zu kaufen. Die sind zu schnell. Wie viele Kanonen habe ich überhaupt dabei? 800. Okay. So, und ich soll irgendeine Versorgungsroute hier überfallen. Bist du das? Den da. Beschaffe Silber. Erwirbt die Ladung. Achso, ich kann die da kaufen. Ja, das kriegen wir doch hin. Ich dachte, ich muss ihn versenken. Er hat ja Glück gehabt. Ich soll das von denen kaufen hier. Ja, natürlich. Das machen wir doch. Oder versenken wir ihn? Na, geht gar nicht. Arr. Willkommen. Oh, was bist du? Ich habe es entdeckt, Kapitän. Der ist gefährlich. Kann ich mit dir handeln? Kann ich denn mit dir handeln? Segel einholen, alle! Oder muss ich dich doch versenken? Umherstreifen, erwirb Material, abliefern Silber. Es ist soweit. Segel auf. Wie kann ich jetzt das Silber abliefern?
Probieren wir es mal auf diese Weise. Achso, ich habe keine Munition dafür. Ha! Weil er ist Level 10, nicht? Okay, das war keine gute Idee, ein Level 10 Schiff anzugreifen. Er hat auch noch Mörserbomben, die ich nicht hab. Na, ich schieße leider erst ein bisschen schneller, als ich denke. Hier ist auch noch harter Wellengang. Ich muss noch weiter vor ihnen schießen. Dahin. Aber ich darf denn nicht das andere Schiff treffen. Ah, immer noch zu schnell. Oh, oh, da ist eine Insel. Not good, not good, not good. Ah, Mann. Krass, ist der schnell. Hä, was kann ich hier plündern? Schatzkarte. Die Waffen vorne sind am besten. Die muss ich nämlich einsetzen. Wie weit ist der denn schon weg? Oh, selbst so dicht ist er so schnell, dass er meinen Torpedos entkommt. Jetzt haben wir ihn. Mein Gott. Das gefällt mir nicht. Nähern wir uns diesem Schiff. Timber! Feuer! Sehr gut. Der hat keine guten Vorderwaffen, nicht? Das hilft mir gerade. Er darf mich nur nicht überholen. Easy. Schnell, Feuer! Und der hat auch nur einen gewissen Bereich, nicht? Indem er einen... Die Hunde wollen ein Gleichsignal geben! Alle feuern! Solange er kein Level 10 Schiff holt, ist es okay. Ach, ich glaube, der gehört zu einer anderen Aufgabe. Kann das sein? Sie sind in Schussweite! Angriff! Bereit! Sie werden bald oh, oh. Einander abfeuern! Vergessen! Sonst setzt es schon! Oh, oh. Einer trifft uns. Oh, 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 oh. Zum Glück haben wir ihn zuerst versenkt. Okay. Was ist mit dir los? Sagen wir mal so, nicht? Wenn der schon so halb runter ist, dann können wir ihn auch gleich mitnehmen. Wir müssen uns reparieren, aber ich kann doch nicht. Jetzt bin ich versenkt worden. Ich hätte mich erst reparieren sollen. Ja gut. Kann ja alles mal vorkommen. Wir sammeln unsere Sachen ein. Hä, wo ist denn mein Zeug jetzt? Da. Ja, die haben auch ein... irgendwas dran. Feuer
Man weiß halt in dem Spiel nie, was man gerade erledigen muss, nicht? Das ist halt so die Sache. Schraubgewinde, wichtig. Die muss ich auch irgendwie zerstören, aber warum? Ich meine, die sind Level 10, das lasse ich mal lieber. Die sehen klein aus, nicht? Und dann denkt man, oh, kleine Schiffe, die kann ich ja angreifen. Aber nein, kleine Schiffe können richtig krasse Waffen haben. Von daher lasse ich da echt die Finger von. Die Finger lasse ich davon, wir segeln einfach raus. Gut, aber andere Sachen hat mir das nicht näher gebracht, nicht? Versorgungsauftrag umherstreifend. Wir haben auch hier irgendwie wieder welche Sachen im Kodex, die wir alle schon mal hatten. Oh ne, wir haben anscheinend jetzt das neue Level, um die besseren Werkzeuge zu bekommen. Die Schnau, okay. Muss aufpassen, ich laufe sonst gleich irgendwo auf, nicht? So, und der hat dieses grüne Symbol. So. Unser Ziel. Wir geben Signal. Was haben wir da hinten noch? Oh, das sind die, ist die Chorflotte. Ja, die versenkt alles. Da dürfen wir nicht ranfahren. F interagieren. Ah. So. Dann haben wir nämlich die ganzen Materialien gekauft von dem einen. Hurrah, 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 hurrah. So, und jetzt müssen wir nach St. Anne. Da unten. Okay, dann steuern wir die Insel an und machen eine Schnellreise. Westliche Senke. Da gibt es immer nur die Sternkarten hier, ne? Ist das eigentlich offline? Nein, hier fahren überall Spieler rum. Zumindest die drei Spieler, die es in diesem Spiel noch gibt. Aber du kannst PvP an- und ausmachen, wenn du hier hingehst. Das finde ich super gelöst. Wenn du PvP willst, machst du das an, nicht? Dann kannst du dich mit dem bekriegen und lustig sein. Und wenn nicht, dann eben nicht. So, was hast du denn zum Kaufen? Nichts, was wir brauchen. Wir brauchen Mörserbomben. Mögt ihr Münzen scheißen und Grog pissen? Ja, mögen wir Münzen scheißen und Grog pissen. Das ist doch mal eine Lebensweisheit, die ich aus Skull & Bones mitnehmen werde. So viel dazu. Deswegen muss man sich am Anfang ja auch immer mit Server verbinden bei dem Spiel. Abtrünniger Händler. Mir kommt mir bekannt, was ist. Oh, Gemälde sind günstig. Wein und Brandy. Eigentlich kann man auch handeln, nicht? Oh, die Farbe reif wie Pflaume. Königlich Gall und Blut habe ich nämlich schon gekauft. Hier, Mörserbomb. Sehr gut. 40. Fehlen ja nur noch 250. Da ist nochmal Wasser. Bis irgendwann die Server wieder abgeschaltet werden. So sieht's aus und deswegen spiele ich dieses Spiel immer, wenn es Free-to-Play ist. Also bei Ubisoft kann man sich bei einem sicher sein. Die Spiele sind nach wenigen Tagen, nachdem sie draußen sind, erstmal... Also bevor sie draußen sind, in der Beta-Phase. Da kann man schon ordentlich spielen.
Dann sind sie, nachdem sie raus sind, einen Monat später wieder in einer kurzen Spielphase und dann nochmal regelmäßig immer für eine Woche. Wenn man nicht auf diese ganzen... hier, warte mal, wo ist denn das? Ich weiß gar nicht, wo das ist. Triumph. Heils Anheil. Also wenn man hier, Kaperbrief, auf die ganzen Sachen hier verzichten kann, diese Premium-Sachen und den Season Pass, nicht? Dann kannst du einfach ganz normal das Spiel spielen, nimmst das raus, was du willst und gut ist. So. Felder freischalten. Was auch immer Felder ist. Sollte das nicht Feder heißen? Aber da steht Felder. Oder heißt das Ding Felder? Das kann natürlich sein, dass das ein spezielles Ding ist, was ich nicht kenne. Aber warum sollte ich das freischalten? Zuckerrohr. Okay. Gold. 100. Okay. Premium. Eminence. Ja, das sind halt so... Also die meisten Sachen kannst du halt freispielen, auch so, nicht? Nur die mit Krönchen, die sind dann halt Premium-Usern vorenthalten, wie diese Farbe hier, die goldene. Oder das Ding hier, das Gold. Oder dieses Muster dann. Aber die Luke, die kriegst du zum Beispiel, die Farbe kriegst du. Ich finde, das reicht völlig aus. Dafür, dass man x Wochen mal reinguckt, nicht wahr? Schnellreise. Wir wollen nach St. Anne. Und dann ärgerst du dich auch nicht, wenn irgendwann die Server abgeschaltet werden. Dann ist es halt so. Die Server werden abgeschaltet und... Dann nehmen wir mal das heute. Dann hast du nichts investiert, du hattest deinen Spaß. Und ich finde, das ist ein guter Kompromiss in diesem Spiel. Oder in allen Ubisoft-Spielen eigentlich. Oh, wir haben noch was bekommen. Ruhm der Freiheit, Tigerholz, Ringe des Eigenbrötlers, Korsartruhe. Okay, packen wir mal ins Lagerhaus. Die Korsartruhe interessiert mich aber. Da werde ich mal kurz mit dir sprechen. Skarlok ist ein guter Kunde. Schön für Skarlok. Wie ihr euch denken könnt, spült mir die Piratenrunde viele interessante Dinge in mein Lager. Und wir können mal die ganzen Sachen hier wieder ablegen. Geborgene Güter, die können wir gleich mal öffnen, glaube ich. Schatzkarten, Sternkarten. Raketen können rüber inzwischen, die brauchen wir auch nicht mehr. Das Ding, okay. Ab ins Lagerhaus damit. So. Ah, das ist irgendeine... das ist für irgendeine Quest, nicht wahr? Aber hier habe ich doch irgendwo eine Truhe gehabt. Wo bist du, Truhe? Ah, da haben wir auch. Torsionsfeder heißt das Ding eigentlich. Nicht Felder. Da ist die Truhe. Öffnen! Da sind die Brechstangen drin und Co. Deswegen haben wir die eben auch schon im Glossar gehabt. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Dann können wir die nämlich gleich mal herstellen gehen beim... Oh, was hat er denn? Eine Glocke? Was ist bei dir los? Eine Pirate Fregatta. Tellingates Grand. Gut, da wäre ich zu schlecht sein, da mache ich nicht mit. Das mag etwas bedeuten. Geh zum Schiffbau, um mehr über die neuen Events zu erfahren. Wir reden mal mit ihm. Okay. Fregatta am besten listen. Da waren wir ja auch schon. Da haben schon die Leute alles ercheatet, nicht? Sehr, sehr guter Modus, wenn alle die gleiche Zeit haben, dann ist es die Minimumzeit. Was soll man da noch fahren, nicht? Also. Ach nee, das ist Platz 30.000. Ach so, weil ich 30.732. bin, sehe ich nur die, die genauso schnell waren wie ich. Ich hab. Okay. Das habe ich gar nicht wahrgenommen da unten. Das war das eine Rennen, was wir schon gemacht haben. Oh. Ich dachte, sieht aber komisch aus, wenn die alle die gleiche Zeit haben. Okay, aber den Drachenrennen haben wir ja schon gemacht. Das hätte er eigentlich ja sehen müssen. Ihr kennt Skurlock? Ich hatte leider nie die Ehre. Ihr müsst richtig sein. Was fehlt denn uns hier?
Präzisionsbohrer fehlt uns für alle Werkzeuge und Gummi. Gummi und Präzisionsbohrer. Asanti Sana. Mein bescheidener Laden wird immer beliebt. Oh, können wir hier Mörserbomben herstellen? Hallöchen. Hier im Schlupfwinkel kennt jeder euren Namen. Torpedo. Nee, der konnte nur das da, nicht? Okay, herstellen. Wir konnten die Torpedos und Raketen herstellen. Und die Mörserbomben. So, wo gab's die nochmal? Die Nekropolis. Okay. Aber da war ich doch gestern, nicht? Nekropolis. Ich guck nochmal auf der Karte. Es gibt ja hier nicht so viele Orte. Ruin. Prei. Ragnarok. Kimoi. Buki, Schrei des Prajur, Karst, Kellewar, Bucht, Drei Brüder, Kokok, Kandi. So, mehr gibt's ja gar nicht. Vielleicht diese unentdeckten Sachen hier. Das könnte natürlich sein, dass da noch zwei Außenposten sind, die ich nicht entdeckt habe, weil es die früher noch nicht gab, weil eigentlich bin ich alles abgefahren. Das ist halt super komisch. Oder es ist hier oben, aber ich dachte, hier gab es nichts. Also ich konnte dann früher nicht weiterfahren. Sieht jetzt auch nicht so aus, als ob da mehr dahinter ist. Das heißt, schon wieder zurück? Ihr ja, ja. Wohl meine liebreizende Gesellschaft. Die Nekropolis. Guter Hinweis, aber nicht hilfreich genug. Und kaufen kann ich es halt leider nicht hier. Die ganzen anderen Sachen auch noch nicht. Wo können wir denn zum Beispiel hier das Ding? Bombarde 3, Bombarde 4. Wo gibt's die denn? Handelsgeschäft. Kellewarkammer. Okay. Kann man das irgendwie verfolgen oder so? Nee. Kann es wieder entfacht werden. Bauplan verfolgen. Doch, da mit F. Okay, warte mal. Dann wäre der Bauplan hier ja viel wichtiger. Mein Schmiedefeuer. Wird der jetzt markiert? Ah, okay, da. Unentdeckt. Es ist wirklich. Warnung, du hast die Festung provoziert. Okay, ich hab die Festung provoziert. Indem ich einfach rumgeguckt habe oder was? Warum habe ich die Festung? Und was ist die Festung? Und warum? Und wer sind sie überhaupt? Und warum liegt da Stroh? Das werden wir alles nie erfahren. Le Pont Muet. Und die Textur wird gleich wieder 3, 2, 1. Unscharf, komm. Oh nee, sie bleibt mal scharf. Die letzte Mal hat die Textur sich immer per LOD runter skaliert. Scheint gefixt worden zu sein. Es war öfter so. Dann gehen wir ein bisschen rumtrinken. Ich meine herstellen natürlich. Niemand trinkt sein eigenes Produkt. Weißer Schädel rum. So, 34 haben wir noch. Die können wir erstmal einsacken. Und wir haben hier ganz viel Materialien geholt. 200. Wow. Da können wir natürlich ordentlich herstellen. Und dann können wir hier auch einen ordentlichen Auftrag natürlich entgegennehmen. Wie viel haben wir jetzt davon? 88. Ah, shit. Wir haben 46, 47... 43, dann können wir noch 45 annehmen. Das gibt's nicht. Oder 116, da haben wir aber nicht genug. Gut, aber das Ding ist, das hier bringt uns nur ein bisschen Ruhm.
Dann würde ich natürlich, die Großen, die bringen ja mehr Ruhm, obwohl nur doppelt so viele Sachen abgeliefert werden müssen. Bringen die aber viermal so viel Ruhm. Ne, fünfmal, sechsmal so viel Ruhm. Die Münzen sind mir egal, nicht? Mit den Münzen kann man hier nur irgendwie das Ding für 17 Tage oder so verbessern. Das interessiert mich in 0,0. Ob das jetzt 1% schneller läuft oder nicht, interessiert mich nicht die Bohne. Das ist für Hardcore-Spieler nur interessant. Vor allem, wenn es sich auch noch resettet. Warum sollte ich da Punkte einsetzen? Die sind also für mich total irrelevant als Spieler, der nicht oft spielt. Skarlak und ich kennen uns schon ewig. Ja, Level 3 Dinger nehme ich auch nicht mehr an. Okay, du hast auch nichts viel zu verkaufen. Es müsste hier noch eine Händlerin geben. Hier, Provianthändlerin. Genau. Die müsste noch 40, 50 von den Bombardendinger haben, hoffe ich. Der König der Diebe empfängt nicht jeden. Skurlock muss einen Narren an euch gefressen haben. Oh, sie hat sogar richtig viel. Nehmt genug Reparatursets mit. 100. Wir zwei sind Haie desselben Schwarms. Ja, schon interessant. Die Sache, die ich kaufen muss, ist genau in der einzigen Basis, die neu anscheinend dazugekommen ist, seit dem Release, seit der Beta. Alle Seeleute, die ich kenne, beneiden dich. So, wo können wir denn da am besten am schnellsten hinreisen? Am besten wäre... Hier gibt es halt wenig Außenposten, nicht? Deswegen gibt es den hier wahrscheinlich. Boah. Okay, der da unten eigentlich. Ich weiß, das war nur echt scheiße hier unten. Und hier rüber, dadurch ist man auch nicht gekommen. Das war auch... Hier war ein ganz starkes Schiff. Können hier, aber da sind auch starke Schiffe vor diesem Meer eng. Hier hinten konnte man rum. Hier ist immer einer patrouilliert, der ganz schlimm war. Und hier. Aber wenn ich, glaube ich, hier irgendwie so durchfahre, das könnte klappen. Das ist echt weit weg. Okay. Habe ich noch mehr Fracht, die ich ablegen kann? Nur die Karten, bisschen Brot haben wir. Das war es eigentlich nicht. Also eigentlich nichts. Sehr schön. Segel setzen. Endlich mal wieder richtig segeln. Das ist auch wieder so ein Tempel. Vielleicht war das der Tempel, wo man oben auch rumlaufen konnte noch. Ja, wir segeln gegen den Wind. Das Gute ist wirklich, dass wir das verbesserte Fernglas haben. Und nu? Mit den Niederländer oder was markiert hat. Wenn man manchmal aus diesem Modus kommt, ist echt schwierig. Wir greifen ja nichts an, von daher. Wir segeln hier nur friedlich dran vorbei. Ich weiß, ich müsste die Niederländer eigentlich wegfetzen, aber da suchen wir uns einfachere Schiffe. Und dann würde ich sagen, gucken wir, wo wir die besseren Waffen kriegen. Jetzt, wo ich weiß, dass ich die Baupläne zum Beispiel verfolgen kann, macht das natürlich Sinn, wenn dir angezeigt wird, wo das ist, weil die ganzen Namen sind so versteckt. Das hast du natürlich nicht auf dem Schirm. Und ich weiß nicht, ob in Indonesien überall wirklich Windmühlen standen. Also ob Indonesien irgendwann mal so aussah, ich bezweifle es ganz stark,
aber ich habe natürlich keine Gegenbeweise. Was ist das für Kapini? Das sind Uquaner. Level 8. Achso, alles für den Schmied. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Ich meine, sieht doch irgendwie... Es sieht falsch aus, oder? Ich weiß nicht. Also, es ist vielleicht clever gedacht, so... Ha, Holländer, die hatten bestimmt sehr viele Windmühlen, aber... Ich weiß nicht, ob Holländer... Oh... Da bin ich mitten in den Kampf geraten. Ob Holländer wirklich Windmühlen an Steilküsten gebaut haben in Indonesien oder in Thailand. Ich, wie gesagt, ich bezweifle das ganz stark. Ja, entspricht auch keiner Logik an so einer... Wie will man da Korn mahlen? Also, und wozu? Also für wen? So, aber das Wrack hier, das hat doch bestimmt ein paar tolle Sachen. Okay, kann's leider nicht. Komm schon, es gibt viel zu tun. Kein Level 3 Wrack. Ah, Nägel, aber diese Schraubverbindung brauchen wir ganz oft. Wenn wir eine Waffe oder so herstellen wollen, das ist schon ganz gut. Ich habe echt viel Silber ausgegeben, nicht? Ich hatte mal 100.000. Und inzwischen haben wir... Ich kann gar nicht in mein Inventar... Vom Bord gehen. Unentdeckt, krass. Hätte ich nie gedacht, dass es noch unentdeckte Sachen gibt für mich. Ah, da. Das Lager. Na... Oh, ich glaube, es ist wieder abgestürzt. Oh nein! Ich kann auch nicht mit dir reden, oder? Dieses Spiel. Okay, einmal bitte aus das Spiel. Es ist einfach ein Fest, dass das UI sich jedes Mal aufhängt, wenn man eine Kleinigkeit falsch klickt. Also, was heißt falsch klicken? Warum kann das UI in einen Zustand kommen, wo es einfach weg ist? Und das ist ja nicht nur das Spiel. Ich erzähl's ja jedes Mal, nicht? Das ist in Call of Duty, das ist in Skull and Bones, das war auch schon in, wie heißt das andere Spiel? Watch Dogs ganz stark. Nur nicht so extrem wie hier. Bei Breakpoint war es sehr, sehr extrem. Da war es am schlimmsten eigentlich. Da ist das UI ständig hängen geblieben, abgerissen. Wow. Also das war wirklich richtig schrecklich. Von der Gestaltung her, von der Bedienung her und von der Funktionalität. Dass das fast noch gut ging. Und das ist schon traurig, dass man das dann so sagen muss. Wenn er jetzt wieder 18 Minuten zum Verbinden von den Servern braucht, boah, Leute. Also ich bin echt froh, es nicht gekauft zu haben. Das wäre fast so ein schlimmer Fehlkauf wie Cities Skylines 2. Obwohl das schon echt hart ist, nicht? Also viel schlimmer als das kann es nicht werden. Das war wirklich... Puh. Schwierig, schwierig, schwierig. Yay, drücke in den beliebigen Maustaste um... einen Verbindungsaufbau hinzukriegen. Yay, yay. Wuhu, Verbindungsaufbau. Wuhu, yay. Vielleicht heute noch. Oder hängt er wieder bei 84? Oh ne, er ist wirklich reingekommen. Es ist unglaublich. Fortsetzen.
So, jetzt können wir auch wieder ins Lager rangehen. Ablegen, ablegen, ablegen. So. Klappe zu. Affe tot. Überseeschmuggler. War es der, der das hat? Captain? Hungrige Meerjungfrau. $1500 Gold? Level 6? Ist egal, wo es herkommt, solange es frisch und in einem Stück ist. Kriegen wir her. Wenn der Meerjungfrau will, kann er Meerjungfrau bekommen. So, leichter Mast. Beschleunigung wird erhöht. Projektilgeschwindigkeit wird erhöht. Sprengtorpedo 2. Feuert verhindert Sprengtorpedos ab. Oh, ich glaube, habe ich Sprengtorpedo 1? Mörser, der Überschwemmung verursacht, indem er Fragmentierungslöcher in die Rümpfe schießt. Auch nicht schlecht. Minensprunglader. Gießt der ein Bauplan für eine neue Waffe? Stell sie beim Schmied her. Verschießt Minenfeldbojen. Oh. Okay, das heißt, wir würden einen Bojen verschießen anstatt eine Mörserkanone. Das wäre ja nachhaltiger. Könnte aber auch andere Schiffe dagegen fahren lassen. Finde ich nicht gut. Kiste voller Mörserbomben. Da haben wir sie. Ehrwürdige Pflicht. Sieht gut aus. Kaufen wir. DCM? Nee, das holen wir nicht. Bojen-Granatenkiste. Kiste voller Mörserbomben. Die kaufen wir. Da muss ich sie nicht herstellen. Wasserfass kriegen wir gratis, wenn ich möchte. Ich meine, ich besitze den Bauplan nicht, deswegen kaufen wir die. Nur noch 50.000. Ich habe 50.000 ausgegeben. Aber klar, was soll ich mit dem Geld? Kein Wort zu niemandem. Naja. Nach der Woche ist eh wieder um, dann kann ich es auch wieder prassen und benutzen, nicht wahr? Das heißt, an sich können wir zum Schmied zurück und hoffentlich die Mörserbomben selber herstellen. Muss ich nicht mehr rumfahren und sie mühselig hier erkaufen teuer, weil das ist echt ins Geld gegangen. Es gibt nicht viel zu tun für euch. Okay. Hallo. Okay, jetzt könnte ich da hinten nochmal kaufen, nicht? Aber das will ich ja gar nicht. Das lief ja aalglatt. Gut gemacht. Naja, lief aalglatt. Ich fände es halt cool, wenn so ein Spiel wirklich mit mehr Tiefgang mal gegeben hätte, nicht? Also, dass man wirklich Gebäude hat, die man erkunden kann, Orte, die man erkunden kann, vielleicht eine große Stadt, die man erkunden kann, nicht nur so ein Piratennest, dann wirklich auch Fechtkämpfe und solche Geschichten. Aber, hier liegen so ein Schätze, aber so... Ich meine, ist schon besser als das, was es werden sollte. Es sollte ja ein reines PvP-Schiff-Kampfspiel werden. Das, also ich finde, man hätte vielleicht das nicht so... Ich hätte vielleicht zwei Spiele draus gemacht, nicht? Ein PvP-Spiel und dann lieber ein Entdeckungs-Singleplayer-Spiel. Anstatt hier so einen Hybriden zu machen. Oh, da ist ein Globus. Er sieht sehr akkurat aus. Sieht vor allem auf beiden Seiten gleich aus. Ich weiß nicht, ob man den benutzen sollte. Für jemanden wie euch nur die besten Artefakte. Hier ist auch ein Schatz manchmal bestimmt. Da sind nochmal Mörserbomben. Sehr gut, aber nur zwei. Da haben wir noch. Sehr gut. Nochmal. Drei Mörserbomben. Nochmal fünf weniger. Sehr gut. Zup. Jetzt habe ich das Piratenfeuer nicht ausgelöst, nicht? Egal. Nicht so relevant. Wo war noch was Unentdecktes? Was ist hier? Händler Rampart. Einige Händler aus Rampart haben hier ihr Lager aufgeschlagen. Ja, okay, wo sind die?
Ist damit der Überseeschmuggler gemeint? Oder die da oben? Oder das Lager hier, sind die nicht immer da? Das kann es eigentlich nicht sein. Eigentlich müsste es dann noch einen extra Händler irgendwo geben. Oh! Ein Buch fürs Archiv. Habe ich ja richtig gut gesucht, nicht wahr? Liegt auch manchmal ein Schatz. Was war da noch aufheben? Ölkanister, oh ja. Ölkanister, Spülgut. Kochstelle, ja, gekocht haben wir auch noch nicht wirklich. Ich habe mal Fisch gebraten am Anfang. Stinkenden, ekligen Fisch. Wellen und Wind tanzen für dich. So, Fracht verwalten. Das kann an Bord, das brauchen wir nicht. Und rüber. Wo wollen wir überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Erstmal raus aus diesem unsagbaren Insatiable. Was? Insatiable? Was auch immer das bedeutet. Aber es gab doch noch einen unentdeckten Ort. Den da. Würde ich den nämlich ansteuern wollen. Nebel, ja. Ja, ist nämlich gut, wenn man da auf jeden Fall noch einen Posten hat, von dem man auch starten kann. Der ist echt gut gelegen. Ich glaube, den haben sie wirklich neu eingeführt. Was war echt blöd in der Ecke. Du musstest immer von hier hinten oder von da hinten oder von da hinten oder von da hinten ranfahren. Und hier waren überall starke Gegner drumherum. Das war echt ein Krampf. Gerade wenn man die erste Reise dahin gemacht hat und noch nicht dieses Schiff hier hatte. Mit dem Schiff kann man wenigstens entkommen. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Kapitän Iona, ein Kriegsschiff der Holländer. So. Oh. Eine Siedlung, die brennt. Dann lassen wir es niederländisch sein. Segeln wir gegen den Wind. Ist natürlich unschön. Was mir so ein bisschen stört, ist halt dieses Egalsein der Umgebung mit dem, was die Spieler machen, nicht? Es gibt halt Mechaniken. Oh, du greifst die Festung an, dann kommen alle zwei Runden irgendwelche 3-4 Kriegsschiffe, die interessieren sich für dich, aber die Kriegsschiffe, die drumherum fahren, die fahren einfach dran vorbei. Nicht? Also die Welt wirkt einfach tot. Es fährt hier im Verbund, du schießt ihn ab, die daneben interessiert das fast nicht. Es ist irgendwie von den Mechaniken her am Anfang gut und je weiter man da reinsteigt, desto ja hüllenreicher wird die Fassade und bröckelt. Das war bei Starfield auch riesengroß, das Problem. Starfield wirkte am Anfang auch wie ein gutes, halbwegs gutes Spiel. Und sobald man ein bisschen mehr Sachen hatte und in der Story vorangeschritten war, wurde es immer seichter und belangloser. Und wenn ich mich an Spiele wie Baldur's Gate erinnere, wo man wirklich Kind des Baal ist und dann irgendwie eine heilige Pflicht erfüllen muss und dann kriegt man wirklich eine Beziehung zu den Charakteren, echt, das holt einen ganz anders in so ein Spiel rein. Klar sollte so ein Spiel hier einfach nur für schnelle Action sein, aber selbst die fehlt ja, nicht? Wenn du nicht ständig irgendwen angreifst, wirst du einfach nur alle 5 Minuten versenkt, sonst. Wo müssen wir hin? Ach, da hinten. Muss hier gar nicht rein. Und dann sind wir wenigstens aber aus dem Meer, aus dem Wind raus.
Hier brennt alles irgendwie. Ach, da ist ein Vulkan dahinter. Holländischer Besitz. Und bald könnte es unserer sein. Könnte. Ist es aber nicht. Wer hat uns gespottet? Immer dieses Pling ist eigentlich, jemand hat uns irgendwie im Visier. Auch alles kaputt. Oh, da hinten. Ah, das ist ein Spieler. Ja, ist klar. Ich habe ja kein PvP an, dann ist auch egal. Rum die Bix. Von da können wir dann auch Schnellreise wieder ins Piratennest machen. Jetzt fängt er an zu singen. Wo wir gleich ankommen. Zerstörte Leuchtturm. Ja, das habe ich gesehen. Korrupt. Die faulen Fürsten. Klingt gut. Man nimmt halt so viele Aufgaben an. Und während man eine abarbeitet, kriegt man 20 neue. Von denen man irgendwann erfüllt man sie und kriegt es nie wieder mit. Chinesisches Pulver. Waffenbauplan. Okay, interessant. Ich kaufe trotzdem nochmal die Mörserbomben, weil wir echt viel abgeben müssen. Die Halbkanone 4, da ist sie. Aber 4? Doch. Schraubgewinde, Shellac, Sinkbahn. Die wollten wir nicht. Sprengtorpedo 1. Aber da habe ich 2 gekauft, nicht? Den brauche ich nicht. Den habe ich ja gefunden. Brigantine. Brigantine ist ein richtiges Schiff, ein schnelles Schiff, mit einzelnen Ziele gerammt werden können, um Überflutungsschaden anzurichten. Okay, okay. Rundschiffsrang auch nur 5. Oh, schade. Ich dachte ein 6er Schiff. Dach. Okay, dann erkunden wir mal diesen umgestürzten Leuchtturm. Ich meine, so sieht es immer schon ganz cool aus, nicht? Also wenn Starfield so von der Grafik gewesen wäre, wäre es nochmal 20% besser gewesen. Aber oh, abtrünniger Kriegsherr. Ach, der erzählt uns wieder seine Story. Bla bla bla. Ich habe euch nichts zu erzählen. Wie seid ihr hierher gekommen an diese Küste, so weit entfernt? Sagt, habt ihr was mit Blablabla zu tun? Junita? Ja, mein Schiff heißt Junita. Ah, das erklärt, warum es euch hierher vertrieben hat. Ich kann den Satz fast aussenden, wenn nicht, dieses Gespräch. So oft, wie man das hört. Raketen. Nee. Okay, mehr war hier nicht. Brief. Oh ja. Sammel-Items sind immer gut. Und dann haben wir sie alle. Irgendwann. Ich glaube, jetzt haben wir auch kein Lager mehr offen. 2 Torpedos. Segel setzen. Schnellreise. Wir wollen dorthin. Ich bin sonst auch kein Schnellreise-Fan, aber in dem Spiel bin ich ja halt doch irgendwie
Es gibt einfach so nervige Kämpfe und Schiffe unterwegs, dass eine Schnellreise günstiger ist, sich wiederzubeleben. Wie viel für die Rambutan-Dinger? Ich bin müde. Okay, Herr Schmied. Ich habe Baupläne. Mein treuester Kunde. Was braucht ihr? So, kaufen und verkaufen. Nee. Herstellen. So. Die Kalvarine 4 können wir herstellen, wenn wir Zinkbahn hätten. Okay, die können wir aber herstellen. Und die Halbkanone. Ah, nee, stimmt. Die Halbkanone habe ich gekauft. Kann schneller nachladen, hat weniger Reichweite, hat aber mehr Kanonenluken. Feuert tödliche Granatsplitter, die Schiffe auf kurze Distanz zerfetzt. Vielseitige Kanone, Reichweite und Schaden, Nachladetempo überzeugt. Macht 1000 Schaden. Die 1056. Alles klar. Die macht ein bisschen mehr Schaden. Ja, die Feuerrate ist ja wesentlich geringer. Das Nachladen geht halt schneller. Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir doch auch irgendwas gelernt. Torpedo 2. Sprengtorpedo 2, genau. Den könnten wir nicht herstellen. Scheibenglas, Wacholderplanken, auch Zinkbahn. Okay, Zinkbahn und Wacholderplanken. Die müssen wir auf jeden Fall herstellen. Und hier. Oh. Verschließt Minenfeld. Ach, die Minenfeldbojen-Dings. Wacholderplanken auch. Bekommt besser keinen Rauch in die Augen. Na, ich weiß gar nicht, wie viele. Machen wir 6. Machen wir 2. Alles für den Schmied. Ich glaube, wir haben es. Jawohl. Okay, die Aufgabe hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Aber hat natürlich eine neue Aufgabe freigeschaltet. Das ist natürlich der Preis. Wir haben dafür flüchtiger Brennstoff bekommen. Erhöht die Ladegeschwindigkeit des Effekts im Brand. Ja, nicht relevant. Für uns nicht. Und ein paar... Magnetitbahn, Stahlbahn, ja, wow. Also, das war auf jeden Fall Verlustgeschäft vom Geld her. Ich habe da bestimmt 8000 allein in den Kauf der Waffen gesteckt. Bonjour. Naja. Sagt Bescheid, wenn ihr Hilfe braucht. Ja, wir möchten gerne Materialien liefern. Zinkbaren. Bronze, Kobalt, Zinkbaren. Da möchten wir gerne... 37 nur herstellen. Wir haben nicht so viel Zink. Okay, und Wacholderplanken da. Wie viel können wir da herstellen? 19. Okay, hätte ich mit mehr gerechnet. Aber dann lassen wir die erstmal herstellen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge stellen wir noch mehr her.